So, Leute, ihr seht das schon im Titel. Ich habe es tatsächlich noch mal irgendwann mal geschafft, ein Ikoria japanisches Booster zu besorgen. Die Booster-Openings von den japanischen Boostern kommen nicht gut an. Ist mir aber in dem Moment egal. Ich möchte einfach nur das japanische Booster öffnen. Die haben nämlich hier oben diese coole... Na, krieg ich's hin? Krieg ich's hin? Wahrscheinlich nicht. Doch, ich krieg's hin. Jawoll! So, ich kann zu den Karten nicht mehr so viel sagen. Ikoria ist gefühlt ewig lange her. Ach, die waren andersrum da drin. Ich erinnere mich. Die muss ich so rum machen. Ikoria ist ewig lange her und ich kenne die meisten Karten nicht mehr. Da fängt es schon an. Gibt, glaube ich, einen Human +2/+2, wenn es ins Spiel kommt. Den kenne ich sogar noch. 5 Mana, 4, 4 mit Menace und für 4 Mana Mutate muss der Gegner eine Handkarte abwerfen. Dann, ich habe keine Ahnung. Der zieht irgendwie eine Karte, wenn er mutiert. Genau, das ist wahrscheinlich ein Defender, wie der aussieht. Ein Eichhörnchen, keine Ahnung. Der Buschwecker, 1 Mana, 1-1 mit, ich glaube, Trampel. Und für 2 Mana, für 4 Mana kriegt er +3/+3, bis man hinzu ist. Dann Foxverzauberung, man kriegt, glaube ich, eine Fliegendmarke irgendwo drauf. Und +2/+2, bis man hinzu ist. Honey Mammut. 6 Mana, 6-6 und ich glaube, man kriegt 4 Leben. Negate oder so. Ne, Negate war eine andere Karte. 3 Mana Counter-Target Spell für 2 Mana Cyclone, das ist nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, irgendein Dinosaur gegen irgendein Rhino. Keine Ahnung. Und unsere Rare ist. Der war cool, das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, was er tut, aber der war cool. Ja, es tut mir leid, mehr kann ich dazu nicht sagen, dass der cool war. Ja, die Videos gingen schnell. Wie gesagt, ich kann dazu halt nicht so viel sagen. Ich weiß, dass der ganz cool war. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hab ich's seht. Ciao, ciao.